Für viele Designs benötigen wir Bilder von Personen ohne Hintergrund. Das heißt, wir können sie einfach flexibel vor einen anderen Hintergrund setzen. Dafür müssen sie zunächst freigestellt sein und das ist normalerweise mit viel Aufwand verbunden. Wie es aber ganz einfach und schnell und dazu auch noch kostenlos geht, das zeige ich dir in diesem Video. Klicke zunächst auf den Link in der Videobeschreibung. Er führt dich auf die Seite vom Online-Design-Tool Canva. Normalerweise ist diese Funktion eine Profifunktion. Du kannst Canva allerdings 30 Tage lang kostenlos testen, ohne danach weitere Verbindlichkeiten zu haben. Kündigst du also innerhalb der 30 Tage, dann kannst du dein Bild in Ruhe freistellen und musst nichts weiter bezahlen. Klicke nun auf Canva Pro, 30 Tage lang kostenlos testen und registriere dir einen neuen Account. Nachdem du deine Daten eingetragen hast, klick einfach auf Jetzt kostenlos loslegen. Es wird dir ein Code per E-Mail geschickt und den musst du dann hier eintragen. Nun wähle am besten monatliche Zahlweise aus und klicke eine der Zahlungsvarianten an. Klickst du auf kostenlose Testversion anfordern, musst du noch dein Zahlungsmittel einmal autorisieren. Es wird allerdings nicht belastet, wenn du innerhalb von 30 Tagen kündigst. Ist alles fertig, klicke auf kostenlose Testversion anfordern. Nun hast du dich erfolgreich bei Canva registriert und kannst oben rechts auf Design erstellen klicken und eine der Vorlagen benutzen, so zum Beispiel einfach mal ein Poster. Jetzt kannst du links bei Uploads das Bild importieren, welches du freistellen möchtest. Klicke auf Medien hochladen und wähle es auf deinem PC aus. Hast du bereits ein Bild hochgeladen, dann kannst du es einfach per Drag and Drop auf die Fläche ziehen. Packe es allerdings nicht in den Hintergrund, wenn du hier direkt einen Hintergrund hinzufügen möchtest, sondern lasse es im Raum fallen. Jetzt kannst du auf Bild bearbeiten klicken und es gibt den Hintergrundentferner. Klickst du diesen Effekt an, dann dauert es einen kurzen Moment und innerhalb weniger Sekunden stellt Canva für dich das Bild frei. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Du kannst das Bild nun skalieren und dann beispielsweise einfach über Elemente ein Hintergrundbild deiner Wahl hinzufügen. Passt du das Bild dann zum Beispiel noch mit einem Weichzeichner an, so wie ich es in dem Fall hier gemacht habe, dann kann das Ergebnis noch einmal professioneller aussehen. Das Bild ist also gleich freigestellt. Du musst aber auch kein Hintergrundbild verwenden, kannst es einfach löschen und oben rechts das Ganze herunterladen und in dem Fall als PNG abspeichern und transparenter Hintergrund auswählen. Nur dann wird auch die transparente Ebene mit exportiert. Klickst du nun auf Download, hast du ein Design, wo dein Bild freigestellt und der Hintergrund transparent ist. Dies kannst du nun flexibel einsetzen. Denke daran, wenn du Canva Pro nicht mehr brauchst, es rechtzeitig innerhalb der ersten 30 Tage zu kündigen, dann werden auch keine Kosten anfallen. Willst du noch mehr über Canva und all die Möglichkeiten des einfachen Designs erfahren, dann schau jetzt in meine Canva Playlist oder sieh dir direkt das Canva Grundlagen Tutorial an. Du lernst, wie du in wenigen Minuten richtiger Designprofi wirst. Dafür drücke ich dir die Daumen und wünsche dir viel Erfolg beim Freistellen deiner Fotos.